Hallo, willkommen zurück. Wir sind wieder bei der Polizei, bei der Autobahnpolizei unterwegs und haben dann doch wieder der neue Rang geschafft. Wir sind jetzt Rang 17. Wir werden auch gleich schauen, was es zu tun gibt. Ich sehe gerade, ich habe das Licht noch an vom Auto. Und ich finde ja lustig, diese Symbole sind ja genial gemacht. Als ob die müssten. Kann man da reingehen? Nee. Dann steigen wir mal gleich ein. Machen Licht aus. Haben wir aus. So, jawohl. Dann gucken wir uns mal den Fortschritt an. Was gibt's hier? Eine ist schon wieder weg, das ist gut. Beende die Schießanlagen heraus und bewegte Ziele. Beendet erfolgreich zwei Erfolgsjahre mit dem SUV. Naja, das sollten wir hinkriegen. Also Schießanlage. Dann gehen wir doch gleich mal wieder in Richtung Heimat. Oh, das ist einfach. Einfach nur. Vielleicht gibt es ja noch eine Verfolgungsjagd unterwegs, die erste. Sup, jetzt sind wir schon an der Schießanlage. Gemacht hatte ich diese bewegte Zielgeschichte ja. Weiß ich nur nicht, ob es da irgendwas gab. Schauen wir uns mal an. Schießstand. Bewegte Ziele. Und ich muss jetzt gerade mal gucken. Beendet die Schießanlagen heraus und bewegte Ziele. Ja, muss ich alle oder was? Oder gemacht habe sie ja. Bewegte Ziele. Machen wir mal eins, mal gucken, ob sie erreicht. Vielleicht müssen sie alle auf Gold sein, aber das steht ja hier nicht, ne? Keine Ahnung. Gott, wie war denn das nochmal? Okay. Komm, das war jetzt schnell. Jawohl. Schauen wir mal, ob es reicht. Gehen wir wieder raus. Fortschritt. Jo, ja, okay, alles gut, alles gut. So, mit dem SUV sollen wir nochmal zwei Verfolgungsjagde hinterhergehen. Was er gerannt kommt, ja, ich bin schon fertig, Junge. Und da wären wir schon Rang 18, ne? So geht's. Gar nicht so übel, wenn man sich dran hält. Wir brauchen Unterstützung bei Ja. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das.
Mann. So, jetzt. Ja, hallo, Auto gestoppt. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Bitte was? Ich habe nicht mal bemerkt, dass Sie hinter mir hergefahren sind. Deutsche Magenbutter. Jetzt in Ihrem Kühlregal. Hast du der falsche Polizist? Den kenne ich doch. Das war er doch, der falsche Polizist. Also mein Kollege mit aufgeklebtem Schnauzbart sozusagen, ne, wie ich mir festgestellt habe. So, noch einmal das Ganze. Und wir haben direkt wieder einen Rang aufgeklebt, aufgestockt, zusammengeschustert. Jo. Gehen wir gleich wieder in die Abenddämmerung. Ich glaube, gar nicht so verkehrt, wenn immer wieder mal die Zeit weiter gespult wird. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur eine krankhafte Einbildung von mir ist. Also ist es furchtbar egal. Ich tue es einfach. So, noch eine Verfolgungsjagd, dann sind wir da durch. Ich möchte sehen, welche großen Highlights da auf uns zukommen. Das ist jetzt wichtig. Das ist das Ziel, was wir uns angepeilt haben, vorgenommen haben. Ne, und wenn das dann durch ist, schauen wir mal, ob wir die amerikanische Version dann stattdessen mal ein bisschen durchzocke. Was ist denn hier los? Und die Kamera, der Kamerawinkel. Ja, was ist denn hier los? Sag mal, ey Leute, sag mal, wie fahrt ihr dein Auto? Ihr könnt doch nicht so realistisch fahren, Mensch. Das wäre ja die realistische Simulation, die ich kenne. Was wurde gesagt? Es gibt 50 Ränge. Eieiei, da bleibt uns noch einige Zeit über. An alle Einheiten, ein gestohlenes Auto wurde gerade gesichtet. Wir müssen es verfolgen. Wagen 1 für Leitstelle, wir übernehmen das. Jo, das ging schnell.
Und da ist er schon. Wir verfolgen ihn im Standgas. Besser kann ich es gar nicht beschreiben. Willst du mich? Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Sie haben mich bedrängt und jetzt nehmen Sie mich auch noch dafür fest? Ja. Jo. Und herzlich willkommen im Rang 18. So, wir fahren schnell die Diebesbraut wieder zurück. Dann schauen wir mal, was es für neue Missionen für unsere Reise gibt. Ups, das war knapp. Aua, aua, das war knapp. Nasshaftsack. Immer noch fleißig am hinterherlaufe. So, gucken wir mal. Ein mittelgroße Unfälle. Schließe ein mittelgroße Unfälle in der Tagesschicht ab. Was ist dann mittelgroße Unfälle eigentlich? Zwei Straßenreiniger in der Nachtschicht. Oh. Komm, fangen wir damit an. Komm, folg mir schon. Du Besenstiel. So. Was ist dann ein mittelgroßer Unfall? Auffahrunfall? Ist das mittelgroß? Wäre cool, wenn wir gleich auf Rang 19 kommen. Sind wir ein gutes Stück vorangekommen heute, würde ich sagen dann, ne?
Eigentlich müssen wir ja gar nicht so schnell fahren. Ist ja unerheblich, wo wir sind. Hauptsache, der Auftrag kommt. So, jetzt fahren wir Richtung Oberfliegau. Machen wir mal so einen kleinen Check auf der Rastanlage. Alles in Ordnung hier, ja. Mein Gott, nichts los. An alle Einheiten. Es hat einen Auffahrunfall gegeben. Nee, den brauchen wir in der Tagesschicht, nicht jetzt. Das war wieder Wagen 19, wir machen das. Hier Wagen 12. Wir fahren vorbei und schauen uns die Sache an. Ja, nicht vorbeifahren, hinfahren, gucke. Oder fahren die zum Gaffel? Hier Wagen 12, wir fahren hin, wir fahren vorbei und schauen uns das an. Klingt wie Gaffer, oder? Brauchen wir zweimal Straße aufräumen. Boah. Ob ich wieder mit den ganzen Polizisten in der Dienstware. An alle Einheiten. Es hat einen Auffahrunfall gegeben. Wer übernimmt? Das kommt ständig der Falsche, ne? Das brauchen wir in der Tagesschicht, Menschenskinder. Also was wollte ich sagen? Achso, ja, mit den Kollegen auf der Wache, die haben ja alle wieder Sprechblase. Ob ich doch mit denen sprechen muss, ob da noch immer was wegen dem Typ erzählt wird auch. Mit diesem Altar der Ente, Gummiente oder sowas. Glaube ich aber nicht, ich weiß nicht. Ja gut, aber ja, das sind halt wieder Sprechblase da, ne? Das habe ich Tag gemacht, jetzt kommen gleich Aufräumarbeiter, die in der Nacht gebraucht werden. Ernsthaft, stand an der Tankstelle, ist gerade eben mal ein Auto. Ich meine, ich habe was gesehen. Ja. Ja, wohin? Ja, du auch. An alle Einheiten, wir brauchen Hilfe bei einer Straßenblockade. Wer kann eine Auffahrt für uns sperren? Nee. Irgendwie verweigern wir. Da drüben fliegt ein Auto rum. Oi. Wir übernehmen das. Vielleicht hat er Teile verloren. Vielleicht kriegen wir den Auftrag dafür. Na, kommt schon. Natürlich halte ich auch die Augen offen, ob da vielleicht gerade einer betrunken ein Auto fährt oder so. Ist eine brave Gegend, kommt gar nicht so oft vor.
Der hat's aber eilig. Oh, der fährt Schlangenlinie. Ja, was ist dann? Was ist dann jetzt? Sag mal, das Spiel echt ein Bug oder was? Zumindest wird er bis hier ein bisschen schlangelig. Also mal gucken. Oh, haben wir einen Angler am Strand. Wie Donut-Schwimmkisse für Schwimmreifen sehen hier lustig aus. Hier ist alles mit Donut bezogen oder Gummiende. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich etwas falsch gemacht? Oh, die Augen. Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Die Augen sind sehr rot. Aber auf dem Ausweis auch. Macht Sinn. Wenn ich öfters saufe, soll ich auch besoffen Ausweisfoto machen. Das ist ja klar. Damit ich dann wenigstens gut aussehe. Also so, wie es Führerschein ist. Sieht alles in Ordnung aus. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Ja. Oh, 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 oh. Da sind Sie aber gewaltig übers Ziel hinausgeschossen. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Die Reife, du mir jetzt nützt, Ted, also... Ja, geht in die Deckung, genau. TÜV hat's auch, das ist sehr schön. Die Kiste Bier. Man muss doch nicht besoffen sein, nur weil eine Kiste... Also, ich weiß nicht. Ich kann da auch eine Kneipe gesoffen haben. Jo. Ist hier gleich wieder die Waffe? Achtung. Vielen Dank für Ihre Geduld. Erst noch bedanken. Jetzt machen wir Kontrolle beenden und ziehen sofort die Waffe. So schnell sehen wir Sie auf der Autobahn nicht. Nee, die Handschelle. Mit diesem Alkoholwert haben Sie sich eine Fahrt im Streifenwagen regelrecht verdient. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ja. Klar, ich spatzig werde, ne? Ja, da brauchst du nicht meckern, ja, das ist halt so. Eieiei. Also die dämliche Straße aufräume und ja, noch eine Verfolgungsjagd. Ich werde das jetzt kaufen, Leute. XPs habe ich ja genug. Aber das sind so dämliche Aufträge. Ich weiß nicht, ich werde die jetzt kaufen, damit es wieder weitergeht. In der Hoffnung, dass was Interessanteres kommt danach noch. Aber erst, wenn ich die Suffnudel hier mal abgebe. Oh, kommt ja wieder angewackelt. So, Fortschritt. Achso, der Unfall war es noch, ja. Haben wir eh öfters. Was soll's. Achso, Fortschritt. Bestrafe zwei Fahrer. Also zwei Kontrollen müssen wir machen. Kaufe drei Donuts von einem Shop, in dem du noch nicht warst. Nicht schon wieder. Oh Mann, ich war da schon in so viele. Das ist ein doof. Komm, weg damit. Zack. Die gehen wir auf, das sagt mit dem Schießtraining dahin. Also,
2 Verkehrskontrolle. Das machen wir auf jeden Fall. Komm, auf dann. Aber die Schicht ist ja egal. Machen wir wieder mal eine Abenddämmerung. Mal wieder was anderes. Machen wir mal Landstraße. So, mal gucken. Ein Bienenschwarm. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Nur kurz einen Blick in Ihr Gesicht. Naja, ich sehe da nichts Alkoholisches oder... irgendwas zum Rauchen auch nicht. Jo, hat sie auch. Sieht alles in Ordnung aus. Sind sie alle brav wahrscheinlich. So. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Das machen wir ganz Bitte gewiss. Warten Sie einen Moment. TÜV-Plakett war auch richtig. Jawohl. Wein hat sie da drin. Alkohol gefunden. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man dann, darf man keinen Wein kaufen oder was? Ach, und Verbandskasse abgelaufen. Ernsthaft, Leute, ich muss die jetzt in die Mangel nehmen. Nur weil sie Wein gekauft hat. Und wenn sie jetzt tatsächlich irgendwie Alkohol getrunken hat, dann haben die das dämlich gelöst. Also, es muss doch nicht Alkohol im Auto liegen, um besoffen Auto zu fahren. Also, so, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Nur weil sie gerade im Einkauf war. Mal gucken, was jetzt rauskommt. 0,42. Mit diesem Wert kommen Sie knapp an einer Strafe vorbei. Aber verwarnen werde ich Sie trotzdem. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Alles richtig gemacht. Das ist schon mal wichtig. Also wenn ich irgendwann nochmal jetzt einkaufe gehe und so weiter, ne, was für sich, kaufe wieder eine Flasche Rotwein, weil ich vielleicht gerade mal wieder so ein Gulasch plane oder so und werde kommende Kontrolle rein, mal gucken, ob er mich sofort angeht. Sie habe Alkohol im Auto. Sagt ja, und die ist noch verschlossen und die liegt hinten im Kofferraum in meiner Einkaufstasche. Ja und? Alkohol, das mache ich sofort. Bescheuert, oder? Also. Ja, okay, im Spiel hilft es uns wenigstens, weil wir wissen, jetzt müssen wir doch nochmal nach dem Alkohol schauen, weil sie sah jetzt nicht wirklich danach aus. Wie eine Suffnudel. Eigentlich, ne? Ziehen wir uns den mal raus. Oh, fährt ein bisschen schlangenlinienmäßig wieder. Oh ja.
Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Oh, es wird gleich wieder gemeckert, weil sie eine Firma wahrgefährden. Nein. Das ist auch so ein Ding, was mich jedes Mal... Oh, naja. Die Namen in Ihren Dokumenten stimmen nicht überein. Das liegt daran, dass es ein Firmenfahrzeug ist. So, weiß es jetzt. Wir müssen Ihre Daten abgleichen. Das wird einen kurzen Moment dauern. Bitte warten Sie so lange in Ihrem Fahrzeug. Sieht aus, als hätte alles seine Richtigkeit. Wir sind hier fertig. Wenn ich wenigstens das tun dürfte. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Hm? Profiltiefe unzureichend. Oh, okay. Da auch. Italienische Reifenmarke drauf. Argi Glatti. Ist okay. Eieiei. Ach, schon wieder. Jedes Mal drücke ich falsch. Also. Drei Befunde schon. Also das mit dem Namen ist dämlich. Also wirklich. Ich bin auch schon Firmenwagen gefahren. Also. Das geht gar nicht. Ein Müsli. Nee, super öde. Marke super öde. Ein Teddy. Voll mit Koks wahrscheinlich. Ein Koffer mit Geld. Interessiert uns aber nicht. Wir schauen hier. Ah. War ein Dreieck nicht vorhanden. Oh, oh, oh. Kräuterlikör. Allein das gibt schon eine Strafe. Wie kann man Kräuterlikör trinken? Oh nein. Warndreieck auch noch abgelaufen. Meine Güte, was ist da mit... Oh, also... Da wird ihr Chef aber sehr glücklich sein. Bro. Guck mal, sie fährt ein 5er BMW als Firmenwagen. Und dann ist es auch noch so eine Suffnudel und so nachlässig. Was ist da mit Y jetzt eigentlich? Warum kann ich das nicht? Kann ich da nichts machen mit Y? Untersuche das Fahrzeug? Ist das noch nicht fertig oder was? Gibt's da noch was? Hä? Ja, das haben wir doch. Oder, hä? Muss schon was. Befunde, keine Ahnung. So, da bin ich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Nicht wirklich. Muss das sein? Wenn Sie Ärger vermeiden und uns allen Zeit sparen wollen, dann stimmen Sie diesem Test jetzt zu. Schon gut. Dann machen wir es halt. Ja, das macht Spaß zu blasen, ne? Ja. Das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Dafür werden Sie den Führerschein abgeben müssen. Sie kommen mit uns. Wenn's denn sein muss. Haben wir in dieser Folge viele Leute verhaftet? Das gibt's ja wohl gar nicht. Na? Erst kürzlich habe ich gerade noch gesagt, das ist eine anständige Gegend. Man sieht gar nicht so viele getrunken am Steuer. Tja. Jetzt ist es doch vorbei, ne?
So, Mädel, wir sind da. Freu dich. Hä? Noch nicht der Rang gewechselt? Bestrafe zwei Fahrer in einer Verkehrskontrolle richtigerweise mit Bußgeld. Habe ich doch gemacht. Oder zählt das nicht mit dem Alkohol, mit dem Verhafte? Ist ja eigentlich kein Bußgeld, ne? Obwohl das Bußgeld, das kommt ja eigentlich auch noch drauf. Für das, für die ganze Verstöße, die ganze Liste an Verstöße, was er im Auto hatte. Jetzt müssen wir denen erst mal quatschen. Oh Gott. Was gibt's denn so Neues? Mein Jüngster hat nun verkündet, dass er später auch mal Polizist werden will. Großer Gott. Bei einem Vorbild wie dir ist das doch kein Wunder. Nett, dass du das sagst, aber ich fürchte, er strebt leider eher danach, so ein Polizist wie du zu sein. Oh, also nein. Draufgängerisch und taub für jegliche Kritik. Ganz so extrem hätte ich das nun nicht gesagt. Aber du hast etwas Ähnliches gedacht. Nein, naja, das kann nicht, das glaube ich ja gar nicht. Ich nicht, dass ihm was passiert. Verstehe ich. Aber mach dir mal keinen Kopf. Uns hat bislang auch noch nichts umgebracht. Noch nicht. Ein paar Töchter hast du doch auch, oder? Genau. Die eine ist 12, die andere 7. Die eine will zur Feuerwehr und die andere will was mit Tieren machen. Hast du deine Tochter Mike schon vorgestellt? Das gibt's doch nicht. Ich bin mir sicher, dass er ihr das ein oder andere beibringen kann. Bloß nicht. Der ist doch ebenso draufgängerisch wie ihr. Du hast 10-mal mit Kollegen geredet und jetzt 11-mal. Was gibt's denn so Neues? Aktuelles, nicht wirklich, was passiert? Dann komme ich wohl ein anderes Mal gut, wieder bei dir vorbei. Gut, sehr gut. Ach, der Chef ist da drin, glaube ich, wieder. Ja. Können wir was für Sie tun? Ich muss mal ein Wörtchen mit Ihnen beiden reden. Oh, worum geht es denn? Um Ihre Einmischung in die Ermittlungen zu den Rasern. Aber wir haben uns gar nicht eingemischt. Hä? Nicht? Wie nennen Sie es denn? Aushilfe? Bitte sehen Sie es uns nach. Jan und Jessica haben uns um Hilfe gebeten. Es waren wirklich nur kleine Botengänge, sonst nichts. Mit den beiden werde ich ebenfalls noch reden müssen. Sie hätten sie überhaupt nicht ins Vertrauen ziehen und erst recht nicht für ihre eigenen Aufgaben einspannen dürfen. Das tun sie nur, weil ich sie darum gebeten habe. Immerhin bin ich selbst in den Fall involviert, mehr als jeder andere hier. Ich kann verstehen, dass Sie helfen wollen. Wirklich. Aber ich kann es noch nicht erlauben. Ich weiß. Halten Sie sich lieber an die Vorschriften. Dann stehen Ihre Chancen besser, schneller aufzusteigen. Und Sie, Berninger, haben ein Auge auf Ihren Partner. Sie sind der Letzte, von dem ich erwarte, dass er die Regeln bricht. Ja, Chef. Gut. Dann machen Sie sich wieder an die Arbeit. Und tun Sie nichts, was ich nicht auch tun würde. Mhm. Zum Beispiel Quietsch-Engine sammeln oder sowas. Ja, wer weiß, ob es hilft. Nicht mit denen die ganze Gequatsche muss halt doch irgendwie sein. So, wenn wir schon... Ja, da will ich nicht hin. Gehen wir wieder mal in die Nacht. Und hättet ihr schon mal Bock, mal wieder das andere Auto zu nehmen? Ja, mit der BMW, genau. Also, eine Kontrolle. Nach Möglichkeit einer, der nicht betrunken ist. Machen wir den LKW.
Moin, moin. Moin, Lotte. Tag auch. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. So, dann haben wir die Gesicht. Die Gesicht. Sieht gut aus. Fahrerkarte, Name. Schwab Nicole, jawohl. Klasse C hat sie auch. Das sieht schon mal alles super aus. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Mhm. Jo. Alles in Ordnung, danke. Sieht alles in Ordnung aus. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Ja. Die Profiltiefe. Oh Mann, was ist denn los? Alles arschiglatti. Mein lieber Mann, da geht's aber ab jetzt so. Ja, immer Deckung. Okay, das sieht gut aus. Sie hat eins, ob das nun geht oder nicht. Jo. Ach, Büste. Jo. Spanngurt. Was ist drin? Bücher wieder. Mal gucken, ob wir irgendwann was unter der Ware finden. In irgendeinem LKW. Na, weiter. Überall dieselbe Bücher drin, gibt's ja gar nicht. Und wieder dieselbe Bücher. Hab ich gar nicht so geguckt, wann die. Ich hoffe, die Fracht war richtig. Achso. TÜV. Nee, oh, TÜV abgelaufen. Eieieiei. Ups. Weiter. Tja, Bro, Mädel. So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Mhm. Und Rang 20. Jawohl, wir haben es geschafft. Endlich. Oh, jetzt kommt die Mission Überfall. Das ist gut. Dann sind wir jetzt endlich mal weiter. Mal gucken wir gerade mal rein. Fortschritt. Beende erfolgreich den Einsatzüberfall. Sehr gut. Laufe 1 Kilometer. Nein. Das machen wir nicht.
Auf keinen Fall. Spiele eine Verkehrskontrolle mit dem SUV. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Komm, das ist jetzt gut. Jetzt kommt nur noch die Überfallmission. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch, dass wir uns das mal anschauen, oder? In der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Alle, vielen Dank. Ciao, ciao, ciao.